Die Union ist mit Abstand stärkste Partei und sie will ihr zentrales Wahlversprechen bei den Verhandlungen mit der SPD durchsetzen. Keine Steuererhöhungen. Eine Sondierung ohne Vorbedingungen sieht anders aus. Generalsekretär Gröhe betont gleich mehrfach, dass wir aus gutem Grund Steuererhöhungen für überflüssig und für schädlich halten und deswegen ablehnen. Und diese Haltung ist heute im Präsidium noch einmal in der Eindeutigkeit, die ich Ihnen hier vorgetragen habe, das Einvernehmen aller gewesen. Die SPD-Führung hingegen verzichtet auf Vorbedingungen für die Sondierung mit der Union. Die Generalsekretärin pfeift sogar Genossen zurück, die in den letzten Tagen die Latte für eine große Koalition hochgehängt hatten. Wir brauchen jetzt Verhandlungen, Sondierungen in erster Linie erstmal. Und innerhalb dieser Sondierungen werden die Themen zu besprechen sein. Alles andere, was öffentlich ausgetragen wird, ist nicht hilfreich. Allerdings, alle Verhandlungen stehen unter dem Vorbehalt, dass die SPD-Mitglieder dem zustimmen. Eine solche Basisabstimmung über Koalitionsverhandlungen ist neu und könnte die Parteispitze in Verlegenheit bringen. Ungewöhnlich auch, der Bundespräsident will im Schloss Bellevue mit den Parteivorsitzenden von Union, SPD und Grünen reden. In Einzelgesprächen soll erörtert werden, wie erfolgversprechend die Aussichten für eine Regierungsbildung sind.